Eine Stimme für Eis. Eine zweite Stimme für Eis. Gut. Dann geht's ins Eismeer. Boxballturnier am Drehsternhimmel. Das klingt wieder sehr aufregend. So, tschüss! Wie sagt unser guter Dosch immer? Eisscheiß! So, da wäre die Münze gewesen, alles klar. Oh. Hat er mich gebasht. Nee, nee, nee. So haben wir nicht gewettet. So. Ah, der Winter kommt früh genug. Bam, bam, bam. Ach komm! Hallo, rutscht der blöde Kerl von da oben runter. Oh. Bye bye. Bye bye. Das ist aber fies. So. Dann mal an. Alter. Gibt's doch nicht. So schwer ist der Level doch gar nicht. So. Ah, das ist aber... Luigis Elastizität! Puh, tschüss! Moment. Nee, da kommt man nicht rein. Na gut. Vielleicht doch. Ach Mensch, rutscht mir doch den Buckel runter. Ich bin froh, wenn ich hier erstmal durchkomme. Hier gibt's einen Yoshi. So. Hi, da drüben, please. Vielen Dank für dein Follow. Oh. Gong. Genau. Ja, es... Wie das Bong oder was? Ja, das kann sein. So. Hi. Wie? So. Alter. Ja, ich hab's getan. Ist jetzt die Ingame-Musik zu laut oder bloß dieser Bong? Also dieser Bong, der war wirklich sehr laut. Das muss ich noch ein bisschen reduzieren. So, schauen wir mal.
Wo haben wir den Gong? Gut, weiter geht's. Okay. Warum sagt er mir sowas nicht früher? So, jetzt habe ich ein bisschen runtergedreht. Solche Sachen müsst ihr mir sagen. Also rechtzeitig, ne? Nicht erst eine Stunde danach. So. Ich meine, aber jetzt ist es sehr leise, oder? Ja, es ist zu leise. So. Und durch. Ah, jetzt hat's auch geklappt. Wunderbar. Made it. Dum, 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 dum. Ja, lieber der Drum and Place, du hast 50 Retro-Coins bekommen dafür, dass du einen Follow hinterlassen hast. Und da danke ich dir für. Scheiße. Verdammt. Tschüss. Bye bye. Din, 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 din. So, jetzt machen wir erstmal diesen hier. So. Und tschüss. Kommt. Ach, blöde Ki. Dankeschön. So. Ach, du. Benimm dich, Basti. Reiß dich zusammen. Anwesende könnte ich hören. So. Ich weiß, all die schönen Coins. Ich hoffe, jetzt ist es einigermaßen erträglich, was den Ingame-Sound angeht und dass es jetzt hoffentlich eine gute Waage gibt zwischen meinen, also dem Ingame-Sound und meiner Stimme. So, komm schon. Alter, kacke ich hier gegen Bum-Bum ab. Na, Alter, ist aber ganz schön am Schlittern. Alter. Haha, weg ist er, der blöde Sack, der. So. Ui. Das sieht aber gar nicht gut aus. Speichern. Wunderbar.
Dann können wir uns ja dem Feuerregen im Gletschereis stellen. Look. Dam, 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 dam. Oh, die Dinger, die kommen mir bekannt vor. Erst im letzten, im vorletzten Part von New Super Mario Wii. Vom guten Doschen, da sind diese Dinger aufgetaucht, diese komischen Kastanien. So, komm schon. Ah ja, nix damit, Hammerbruder, Feuerbruder. Feuer, von wegen Feuerbruder. Das sind die Knabberblümchen, die mich hier einheizen. Die mich hier einheizen. Jetzt regelmäßiger, also Stream werde ich zum Beispiel auch morgen ab 16 Uhr. Gestern war ich im Stream. Montagabend nochmal. Immer unterschiedlich. Manchmal wochenlang nicht. So. Lass uns nochmal Leben sammeln. Aus diesen Kanonen kamen gleich jede Menge Münzen und ein One-Ups geflogen. Du brauchst sie nur einzusammeln. Genau, machen wir. Im Endeffekt findest du regelmäßig Vorankündigungen auf meinem YouTube-Kanal. Es sei denn, es wird mal ganz spontan. So. Ah. Ach, verdammt. Kacke. Das war wohl nix. Aber immerhin, ein Leben, was wir abgegriffen haben, ist ja auch mal besser als gar nichts, ne? Jo, bis gleich. Hahaha. Ausgetrickst. Ich glaube, ich gehe wirklich nur ganz grob durch. Keine Secret Exits oder ähnliches. So, ich möchte auch meinen Spaß haben und. So. Sorry, aber die. Oh. Ui, coole Sache. Mal gucken, wie schnell ich das verliere. Siehst du, das hat gar nicht so lange gedauert. So, bloß weg. Alter! Wow. Da steht man heftig unter Beschuss, würde ich sagen. Peach und Toad. So. Und der blöde Kerl geht auch nicht weiter, weil es da wohl nicht weiter ging. Verdammt. So, komm schon. Das ist praktisch. Was kriegen wir? Mini-Pilz. Yippie. Dring. Sollen wir aber noch gucken, was da unten so los ist? Rutschpartie mit Bauchansatz. Kriegen wir jetzt mal einen Pinguin? Yay! Und go! Mal gucken, wie lange das gut geht. Tschüss.
Flutsch und weg. Genauso. Ja, ja. Auf ein neues. Komm, ich hatte kein Game Over mehr seit dem ersten Level. So, aber das finde ich ganz cool hier. Das ist funny. So. Alter. Immerhin. Zack und zack, und da hätte ich reingemusst. Dann hätte ich auch die letzte Münze bekommen. Glaube ich. So. Pretty nice. Mal so eben durchgeslidet. Na, dann wollen wir mal wieder ein bisschen Items farmen. Luigi sieht so putzig aus in dem Pinguin-Kostüm. So. Und mal schauen. Yay, obwohl ich dieses System nicht so wirklich kapiere, ja? So, kommen wir jetzt hier? Ja. Oh je. Wohu, hula hu. Hier gibt's Buhus. Babo ist hier und will uns kommen kragen. So. Oje, 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 oje. Oje. So, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war's auch schon wieder. Bin mal gespannt, wie lange man tatsächlich braucht. Gut, wir haben noch ein paar Level. Wir haben noch ein paar richtige Dreckslevel. Ich glaube, da werden auch noch einige Knochenbahnen kommen, die schon fies sind. So. Mal ein bisschen aufpassen. Ah, sehr gut. Oh, wow. Knochenbahnen sind fies. Auch sowas hätte ich mir in Mario Maker gewünscht. Knochenbahnen. So. Aber so langsam komme ich schon so ein bisschen wieder in die Steuerung rein. Nicht so wie am Anfang, das war eine absolute Grotte. Allerdings hätte man springen müssen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Oh. Genau. Oh. So. Alter.
Das ist aber auch rabiat. So. Zack. Uiuiui. Und noch ein. Nee, gut. Wow. Der war nicht schlecht. Komm, das musst du zugeben. Ach so, nice. Sowohl als auch. Es gibt den Granizado in Spanien. Das ist gefrorenes, gefrorener Orangensaft oder Zitronensaft. Bestehend aus Eis, das trinkt man. Und es gibt halt auch Speiseeis, was man isst. So gesehen kann man Eis trinken als auch essen. Eben, genau. Man kann auch in Eis baden, wenn man möchte. Oh ja nicht, Wendy. Und tschüss. Und tschüss. Das hat gut geklappt. Wendy haben wir direkt eins auf den Kopf gegeben. Nicht so wie Morten mit seinen Stachelpokey-Angriffen.